Okay. Morgen. Schmeckt der Kaffee? Ja, sehr lecker. Ein wunderschöner Spot hier. Umgeben von Wasser und Flamingos. Da hinten, weiß nicht, ob man sie sieht auf der Kamera. Einfach schön hier. Wir haben zwar immer mal wieder ein bisschen Schwierigkeiten, abends einen Spot zu finden. Aber es lohnt sich dann doch immer wieder, weil meistens finden wir dann doch einen coolen Spot. Gell? Ja. Hoi, hoi. Wir haben jetzt gerade Mittag gemacht. Da hinten sieht man Patras. Da so. Und wir fahren jetzt hier um den Berg rum und fahren dann mit der Fähre rüber. Und dann fahren wir an der Hängebrücke von Rio vorbei. Die Autobahnbrücke, die sieht, glaube ich, ziemlich fancy aus. Da machen wir bestimmt ein Video. Oh, da sieht man sie noch mal in ihrer vollen Pracht. Die Brücke. Patras? Patras? Nicht, dass wir nachher hier weiß Gott wohin fahren. Wir sind hier in unserem Apartment in Patras angekommen und richtig geil, flache Kissen. Manch einer wünscht sich vielleicht ein dickes Kissen, aber wir schlafen gerne auf einem flachen Kissen, damit der Kopf nur so ist. Und ich freue mich gerade einfach riesig, dass wir geile flache Kissen haben. Das erste Mal. Ich habe bei jeder Unterkunft habe ich geguckt und gedacht, ach, vielleicht diesmal gescheite Kissen. Da riecht es nach Rauch. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, es riecht ein bisschen muffig, ne? Obwohl hier vorne steht. Rauch halt, ne? No smoking. Guten Morgen. Also die erste Nacht haben wir hinter uns gebracht. An sich
Bett ist super geil, auch die Decke fand ich mal richtig geil. Kissen sowieso. Und ja, an sich habe ich auch recht gut geschlafen. Nur ein Manko hat diese Ferienwohnung tatsächlich. Und zwar ist 2 Stockwerke tiefer, glaube ich, eine Disco. Und es war die ganze Nacht laute Musik bis heute Morgen um 5:30. Da war ich zumindest mal wach und habe auch noch mal was gehört. Aber ich muss sagen, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, bei Krach zu schlafen. Und deswegen habe ich trotzdem relativ gut geschlafen. Und du? Ich bin pünktlich wach geworden, als die Disco so langsam um 5:30 ausgegangen ist. Wir gehen jetzt hier die Treppe hoch zum Patrasa Castle. Maria hat sich gerade noch so ein, wie heißt es, Top? Ein besonderes Top gekauft, weil die heute zum Pol geht, mal wieder nachdem wir auf Reisen sind. Mal gespannt, wie sie sich schlagen wird. Genau, und vorher machen wir noch ein bisschen Aufwärmübung und gehen hier die Treppe hoch. Super Sache. Super, da. Juhu! Geil. Was für ein Ausblick, ey. Ja, ist noch gar nicht umgedreht, ne? Das Castle hat zu. Zum Thema wegen deutscher Pünktlichkeit. Da sind die Griechen überpünktlich. 5 Minuten macht zu, hat aber wahrscheinlich schon 30 Minuten zu. Die Griechen machen halt ein bisschen später auf. Dafür machen sie aber auch früher wieder zu. Super, Land. Da wird die auch Arbeit. So, da das Castle ja zu hat, gucken wir uns ein bisschen andere Sachen an. Das ist Public. Was war das jetzt? Public House of Roman Periode. Ja. Wird gerade renoviert. Das ist aber das, was er gesagt hat, was man nochmal auch angucken kann, was aber gerade renoviert wird. So, und jetzt gucken wir uns noch das Schmuckgeteil dahinter uns an. Das ist eine griechisch-orthodoxe Kirche. Ich stehe jetzt hier vor der Kirche, ist natürlich zu, aber die Kirche ist glaube ich immer zu. Da sieht man die Uhr. Kann man hier ranzoomen? Nee, ne? Also, wenn man die Uhrzeit sieht, hier schlammt der Glöckner ein bisschen. Ob der oder die Uhr ist heute Mittag um eins stehen geblieben. Die geht noch nicht. Naja. Vielleicht ist der Glöckner ja eingeschlafen. Naja. So, jetzt ist es soweit. Maria geht mal wieder zum Sport und ich bleib da oben. Wie zu Hause, wie früher. Super. Ja, aber ich bin. Gerade laufen wir noch gemütlich durch die Straßen und plötzlich stehen wir mitten in einer Demo. Demo wegen dem 17. November, wegen den Studentenaufständen von 1973. Aber gerade gewohnt, das gerade erklären lassen. Für Bildung, Brot und noch irgendwas für alle. Sei gerade für alle. Auf einmal fliegen Flaschen. Zum Glück bleiben alle unverletzt.
richtiger Traumstrand hier. Der Berg ist so geil. So, wir sind hier an einem schönen See. Schöne Berge, ganz alleine. Eine Straße, also schöne Straße, aber schön alleine. Und hier in diesem Klösterchen machen wir jetzt unser Mittagspäuschen. Na du! Boah, bist du süß, ey! Naja, klar. Ich bin ganz jung, aber nicht. Ich bin ganz jung, ich sehe. Ich weiß, es riecht hier alles nach Wurst und Käse, ha? Kannst du einfach anhalten, Jung. Solange hinterher gerannt ist und Maria so tierlieb ist, muss ich dem Hund jetzt meine Dosenwurst abtreten. Ja, fast wie Hundefutter. Hier. Ja. Noch ganze 10 Kilometer läuft sie uns hinterher. Es bricht uns das Herz, dass wir sie leider nicht mitnehmen können. Stopp! Stopp! Kann ich mich jetzt verfahren? Ich hoffe, da kommt gleich ein Toffer um die Ecke. Ja, und in Patras, das ist eine ziemlich große Stadt, das ist übrigens alles Penelo. Penipolis. Und ganz da im Süden, da ist dann auch unser Aufenthalt, da fahren wir hin. Stehen jetzt hier, da stehen die Polizisten. Und ich wollte jetzt eigentlich warten, bis die Polizisten auf die Demonstranten einschlagen. Hallo? So, Mahlzeit. Wir haben jetzt hier gegessen. Ich habe noch nicht ganz zusammengeräumt. Ich habe wieder Ärger bekommen. Ich kriege immer Ärger. Ich bin, ja, bin der Allerärmste. Die Utopia Beach Bar ist aber hier rechts, Maria. Ja. Du willst jetzt da links fahren? Ja. Wir werden die Utopia Beach Bar nie erreichen, Leute. Tut mir leid.